comes on and goes up against Ron Lewis, and then at the end, the championships on the Kentucky Wings with just 1 point more than Brownman over Martin Haas. So it's a touchy feely going here. Talk to you about it. Bei den Top-Fuel-Bikes gibt es auch vier echte Rennen. Track 70 war den Stuart Crane, der Dritte mit seiner Lachgas-Suzuki, nimmt den Kampf auf gegen eine andere Lachgas-Suzuki aus Griechenland. Der Still, Philippos Papadini, der war besser qualifiziert. Der Point-Bitcoin, ein
16 aus Willi Vandenberg vom Hockenheim Drag Race Team gewinnt gegen Ricardo Sassmann. Tja, in diesem kurzen Start von der Startlichtranke aus hat René Vandenberg das Fuelbike-Finale gewonnen. Der neunfache Champion ist, der dieses Jahr zum zehnten Mal Champion, der neunfache Champion gekauft hat und mittlerweile weiter verschärft hat. Bitte einen kräftigen Applaus für den Mann, der vier Jahre lang um das richtige Setup dieses Bikes gekämpft hat und der mittlerweile in den sechs Einzelzeiten abgekommen ist. Damit hat sich René Vandenberg.